Alles klar, Bibel klar. So spricht der Herr, eine Stimme wird auf der Höhe vernommen. Bitterliches Klagen und Weinen. Rahel beweint ihre Söhne und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Söhne, denn sie sind nicht mehr. Wir wissen, dieser Vers bezieht sich ganz besonders auf das Ereignis bei Jesu Geburt, wo der Herodes die vielen kleinen Kinder ermorden ließ. Aber auch auf dieses Ereignis von dieser Tatsache, die Allerbesten unter uns sind nicht mehr. Das wird Bestürzung hervorrufen. Das wird weltweit durch die Reihen der bibelkennenden Menschheit, es wird ein Schock durch sie hindurchgehen. Die praktische Erfahrung dessen, dass unsere Kinder, unsere Besten, sie sind nicht mehr, das wird bitterliches Klagen und Weinen bewirken, natürlich. Aber, dann gibt es ein Aber von Gottes Seite, dass es noch nicht ganz und gar verloren ist. Die Zurückbleiber, sie bekommen noch eine Chance direkt von Gott, sofern sie ihre Herzen bewegen lassen zu einer Umkehr. So spricht der Herr, wehre deiner Stimme das Weinen und deinen Augen die Tränen, denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr, und sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes. Da, wo sie gebunden dem Herrn nicht wirklich richtig gedient haben, sie sollen wiederkommen. Es soll, und es ist Hoffnung vorhanden für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Söhne werden zu ihren Grenzen zurückkehren. Oh, man höre und staune. Es gibt noch eine Zukunft. 3,5 Jahre werde ich euch noch versorgen in einer Wüste, aber ihr müsst euch in Bewegung setzen. In die Richtung, wo ihr wegkommt von dem Angesicht eines antichristlichen Weltsystems. Das liegt aber an euch. Und dann? Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Ja, ja, das ist eine weltweite Züchtigung aller christlichen pseudoreligiösen Torheit. Oh Menschen, ihr seid gezüchtigt, aber dann sagen sie, bringe du mich zurück, so kehre ich zurück. Denn du, Herr, bist mein Gott. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich und bin schamrot geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Schmach ihrer Jugend. Das ist die Schande, dass sie in den Zeiten, wo sie Möglichkeiten hatten, dem Herrn nicht wirklich gedient hatten. Aber nun kommen sie zu dem Bewusstsein und nun dreht sich das Blatt und es wendet sich und auch Gott, der Vater, er sagt, ist mir Ephraim ein teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? Denn so viel ich auch wider ihn geredet habe, muss ich seiner doch immer wieder gedenken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich seiner erbarmen, spricht der Herr. Und so ist es meine Hoffnung, dass es für diese törichten Jungfrauen, nämlich das Weib aus der heraus die Braut entrückt und geboren wurde, dass es da für sie und auch für die anderen, die das Zeugnis Jesu haben, die ins Martyrium direkt hineingehen werden, es bleibt für sie eine Chance. Ich werde mich über sie erbarmen. Und wisst ihr, was sie dort machen werden? Zumindest 3,5 Jahre lang? Sie werden dort dem Herrn im Geist und in der Wahrheit dienen. Weil wie anders ist es vorstellbar? Und da kommt immer eine Resonanz vom Himmel, egal wie sie es zuvor verpatzt hatten. Genau mit dieser Frustration des Ich habe es nicht geschafft, es wird dich zutiefst beschämen, zutiefst brechen. Es wird die Züchtigung für dich sein. Und dann
kannst du hier und heute doch jetzt schon überlegen, was ist denn die Ursache? Warum passiert es denn bei den Törichten? Ja, dann könnte ich doch vielleicht hier und heute schon Einhalt gebieten, meinen Weg bedenken und abändern. Was sind die Ursachen? Sie werden so deutlich beschrieben. Suche das Gute und nicht das Böse, auf das ihr lebet. Dann wird der Herr mit euch sein, wie ihr sagt. Ja, ihr sagt, ihr behauptet, der Herr muss ja mit uns sein. Der Herr muss uns ja entrücken. Nein, muss er nicht. Wenn ihr das Böse sucht und das Gute verachtet, die Demut, die Sanftmut, die Niedrigkeit, Kindlichkeit, Einfältigkeit, das wird so mal so in den Ofen gefeuert, mit Füßen getreten und eure hochmütigen Darstellung, euer Übel, das breitet ihr aus. Wo er sagt, hasse das Böse und liebe das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott der Herrscher, dem Überrest Josefs gnädig sein. Hier und heute ein Vielleicht über deinem, meinem Leben, wenn ich nur erkennen kann, die Realität von der Wahrheit und Wirklichkeit. Wie sieht mein Christleben tatsächlich aus? Wisst ihr, am Tag dort bei den Krämern, da werden die Törichten, sie werden alles unternehmen, um Öl zu kaufen. Kein Preis wird ihnen zu hoch sein. Wisst ihr, der Ausdruck Aufopferungsbereitschaft für die geistlichen Dinge, für das Lesen der Bibel, für das Gebet, für die Nächstenliebe, für all die Dinge, da wird dann alles aktiviert, was irgend diesen Menschen zur Verfügung steht, um an diesem Tag schnell von den Kaufleuten das Öl einzukaufen. Wer oder was wird das entscheidende Wertmaßstab des Einkaufs bestimmen, wo sie alles dran geben werden? Hier, sein Wort, seine Aufzeichnung. Und dann werden sie so Dinge lesen, wie zum Beispiel: Wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Mit einem Mal werden sie anfangen, Gutes zu tun, in einem Vollmaß, weil sie begreifen, wie sündhaft war die Trägheit meines. Ach, ich sündige zwar nicht, indem ich aktiv irgendwelche Sünden tue, aber ich sündige, indem ich passiv bleibe gegenüber dem Guten, was mir möglich wäre, von ganzem Herzen einzusetzen, aber nein, ich halte es zurück. Ich wehe dem, ein Fluch über den, der das Werk des Herrn, der den Kampf Gottes nicht von ganzem Herzen kämpft, der mit Halbherzigkeit, mit Unentschiedenheit, Unentschlossenheit da rumhumpelt und ach, naja, gut, komme ich heute nicht, komme ich morgen, wehe, wehe denen. Dann werden Verse, wie zum Beispiel die wunderbare Apostelgeschichte, oh Pfingsten, wie wunderbar es sich lesen lässt, aber wo kann ich es erleben, was da heißt? Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter und Habe verkauften sie und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es bedurfte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens lobten Gott. Das wird wieder für zurückgebliebene, törichte Jungfrauen, das wird auch mit dazugehören, ein Wendepunkt sein in ihrem Leben, dass sie sich sagen, wir müssen wieder zurückkehren zu diesen unseren ersten fundamental wichtigen Werken, dass wir eine Gemeinschaft bilden, eine Einheit, wo wir alles in einen Topf werfen und so einander unterstützen und so die Liebe Gottes durch uns wirkend ist. Und es ist ein tägliches, tagtägliches Verharren in was? In Clubschwätzereien miteinander? Nein, in Gebet miteinander, in Hinwendung zu Gott. Und die Speise, die sie nehmen, mit einfältigen, nicht mit Hintergedanken, wer kriegt den großen Brocken, wer kriegt den kleineren Brocken, oh, wer hat was ausgeteilt. Nein, nicht mit diesen Hintergedanken, sondern mit der Einfalt eines aufrichtig liebenden Herzens. Sie werden die Fundamente ihrer Gesinnung
Sie werden sie wieder in Ordnung bekommen. Sie werden wieder das ausleben, was sie doch schon wissen, was in der Bibel steht, was Sache sein sollte unter uns. Und das kannst du hier und heute schon anfangen. Das ist in der Möglichkeit. Du weißt es doch. Du kennst doch deine Bibel. Ja, was fehlt dir? Es fehlt dir ein Herz, das sich so danach sehnt, um so eng mit dem Herrn und mit deinen Mitmenschen zusammen eine Intensität der Liebe auszuleben. Dann werden die Anforderungen der Bergpredigt, das wird die Kernpredigt für jeden persönlich sein, um sein Leben ganz bewusst anhand dieser, nehmen wir mal nur die drei Kapitel aus der Bergpredigt, zu überprüfen, zu sehen, Herr, wie sieht es denn aus in meinem Leben? Wo habe ich diese Gesinnung? Wo liebe ich meine Feinde? Wo ist noch vielleicht Ehebruch in meinem Herzen, meine Augen, dass sie abschweifen zu unreinen Bildern und so weiter und so fort? All die Dinge, das sind die Korrekturmaßnahmen Gottes, die kann ich aber anwenden und muss ich anwenden. Je schneller, desto besser. Zerreißet nicht eure Kleider, zerreißet doch eure Herzen. Zerreißet es, wo ihr bemerkt, dass ihr nicht meiner Gesinnung folgt. Oh Menschenkinder, dann kann sich etwas ändern. Dann kann sich etwas tun in eurem Leben. Dann kannst du Ölreserven doch noch kurz vor dem entscheidenden Moment zusammenbekommen. Aber bewegt es dich? Holt sich so eine Predigt ab, dass sich irgendwas rührt in deinem Leben? Oder lässt es sich kalt, dass du denkst, naja, das ist wieder so eine Warnpredigt, so eine Drohpredigt, die brauche ich auch nicht. Die Christen müssen doch immer so Spannungen erzeugen, die gar nicht nötig sind. Wisst ihr, bleib doch schön ruhig, nur um gleichgültig weiter zu schlafen in deinem faulen Schlaf der Dummheit.